Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir hier auf Multigaming Gods. Oder beziehungsweise eher eigentlich kein richtiges Let's Play, sondern ich glaube, ich nenne es dann Let's Survive Sniper Elite V2, weil wir den Spielmodus Kill Serie machen bei den Herausforderungen, also bei dem Herausforderungsmodus. Zwar auf irgendeiner Map, irgendein Zufall. Okay, auf der. Das machen wir auf Kadett. In dem Spielmodus muss man eben überleben. Und es kommen immer Wellen von Feinden. Steht auch nochmal hier. Ich lese es jetzt nicht alles vor. Ihr könnt hier das Video pausieren und es euch alles anschauen. Wir legen aber gleich los. Hier. Jetzt wird gleich die neue Welle fängt an in 3 Sekunden. Gehen wir hier hoch. Ups. Und wir haben 4 Soldaten zu töten und kein einziges Fahrzeug. Wo genau die jetzt herkommen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das immer gleich ist oder ob das manchmal unterschiedlich ist. Ich habe diesen Spielmodus erst einmal auf dieser Map gespielt. Ich sehe noch niemanden. Ah, jetzt da hinten. Oh, da vorne auch schon. Ich bin meistens scheiße im Spiel. Also wundert euch nicht, wenn ich hier nur Müll zusammen sniper. Manchmal bin ich ganz gut, aber oft auch einfach scheiße. Das ist bei mir immer unterschiedlich. Es wechselt von Sekunde zu Sekunde, mein Skill. Mal ist er da, mal nicht. Hier jetzt gerade nicht. Da wieder da. War das diese Welle? Wir haben hier einen nur unfähig geschossen, den da unten. Ja, jetzt ist er verreckt. Jetzt ist er verreckt, ey. Wir haben hier auch unsere ganzen Sachen. Stein, Stolpermine, und rechts seht ihr das. Natürlich ansonsten auch noch eine Thompson und eine schöne schallgedämpfte Bellrott-Pistole. Keine Ahnung, wie man das so ausspricht. Da sehe ich gerade einen am Fenster. Wir machen hier mal so ein komisches E-Luft anhalten gedrückt Teil und schießen ihn in den Mund, würde ich mal sagen. Aber er wahrscheinlich nicht, weil reden ist nicht mehr. Da kommt noch einer. Ach, der läuft nicht weiter, versteckt sich. Kleiner Schisser. Ja, hat ihm auch nicht viel gebracht. Hab schon nicht erwartet. Der nächste. Komm, schneller nachladen. Vielleicht ranzoomen ein bisschen. Wäre vielleicht praktisch. Wir lassen erstmal unfähig rumliegen. Das heißt verletzt. Damit die Leute vielleicht sich zu ihm hinstellen. Das machen sie nämlich für gewöhnlich. Um ihn zu retten. Dann könnten wir sie nämlich ganz einfach aus dem Stand abknallen. Ey, nee, kannst du vergessen. Du schießt mich jetzt nicht mit dem MG ab. Welle abgeschlossen. Nächste Welle. Ach, dieses Welle abgeschlossen Symbolschild gedöns, was da gerade auf dem Bildschirm war, nervt mich immer. Immer wenn ich das habe, habe ich dich gesehen. Hey, ich habe ihn noch getroffen. Jetzt Bullet Time durch die Nase. Au. Nicht so viel Koksen hier und schon gar keine Kugeln. Nicht gesund. Noch ungesünder als Koks. Und auch kein Badesalz nehmen bitte, weil dann seid ihr zwar mir wahrscheinlich auch nicht böser gesinnt. Hey, ich hab ihn getroffen. Jetzt nicht verreckt. Boom. Ist er jetzt tot? Komm, lass ihn tot sein. Er will doch so gerne tot sein. Es ist doch sein größter Traum. Haha, in Bewegung. Jetzt habe ich gerade wieder Skill und gleich habe ich bestimmt keine mehr. Ja, hier voll daneben. Mein Skill ist nicht sehr haltbar und nur kurzfristig. Da hinten im Fenster sind wir gekommen. Tot. Wo ist der andere? Da. Oh, und da ist noch einer. Komm her. Dann laden wir halt erst nach und dann schießen wir auf dich. Ey, den habe ich doch getroffen.
Jetzt aber. Haben wir dich auch und dann fehlen noch. Wie viele? 3 steht oben rechts. Ich wollte gerade schon links sagen, aber das stimmt ja nicht. Wo ist der, der mich hier angeblich abschießt? Keine Ahnung. Ach, da. Bums. Gebumst haben wir ihn. So im übertragenen Sinne, nicht im wörtlichen. Keine Angst, das sind unsere Feinde, nicht unsere Freunde. Wobei... Freunde bumst... Na, egal. Müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Welle abgeschlossen. 18 Kills. Kills. Haben wir Lust, hier rumzustehen? Oder wollen wir mal ein bisschen auf einen kurzen Cut gehen? So, nach dieser kurzen Pause sind wir auch schon wieder da und spielen weiter. Mit der Welle 4, in der endlich mal ein Fahrzeug kommt. Au, voll in meine Fresse. Geht ihr gleich ab hier. Ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Es wird hart. Komm schon, ich muss treffen, dann sterbe ich. Ja, gut. Man muss da auf den Tankdeckel schießen, damit das Fahrzeug explodiert. Die sind immer rot. Das erkennt man immerhin ganz gut. Da läuft gerade einer, sehe ich. Aber es ist ein bisschen staubig hier. Haben wahrscheinlich keine gute Putzkolonne hier. Hier, bam. Mehr als bam kann man eigentlich immer nicht sagen bei dem Spiel. Aber es macht ganz viel Spaß. Oh, ich hab die Dosen zerschossen. What the hell? What the hell? Wir sind tot. Wir sind so tot. Geh sterben. Okay, das war ja nicht sehr lange. Neu starten wir das Ganze mal. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt... Da stand's eben. Ich glaube, das waren sogar schon 2 Parts oder so. Keine Ahnung. Ich hab's nicht genau gesehen. Wir fangen einfach noch ein zweites Mal an. Dann hören wir auf. Ich mache das hier jetzt übrigens statt Alan Wake, weil aufnehmen wollte ich, musste ich ja. Aber ich hatte gerade irgendwie nicht so Lust auf Alan Wake, deshalb habe ich mir mal gedacht, das hier ist doch auch ganz lol. Lol und Roffel und XD. Da ist unser guter Freund. Jetzt ist unser guter Freund leider tot. Auch egal. Ja, schießen wir hier mal voll ohne Skill daneben. Jetzt nicht mehr, immerhin. Kommst du bitte raus? Ja, tust du, aber ich treffe dich nicht. Weil mein Skill mal wieder schwimmen geht oder sowas. Jedenfalls ist er nicht bei mir. Boom, Headshot. Ah, aber kein X-Ray Shoot. Shoot. Nein! Ja, immer bewegen die sich, sobald ich schieße. Konzentration. Indikation. Weg mit der ersten Welle für diese Runde. Ihr könnt ja auch mal drunter schreiben, wer immer das hier jetzt sieht, ob es euch denn gefällt. Das Spiel und der Spielmodus an sich, dann könnten wir vielleicht auch mal eine andere Map nochmal spielen. Wenn es euch denn gefällt, wenn nicht, dann halt nicht. Wow. Der ist ja noch schlechter als ich. Mir soll's recht sein. Solange ich ihn treffe, geht das schon. X-Ray. Durch die Lunge. Hat der auch ein paar Kugeln eingeatmet? Du Kacker machen. Oh. Du Kacker machen. Ich dich nicht treffen. Ich dich treffen. Ich dich getroffen, aber du nix tot. Ich dich getroffen und du tot. Wer gut Deutsch? Ihr totes Deutsch? Russisch ist jetzt eine tote Sprache, weil alle Russen tot sind. Nichts gegen Russen, aber das sind halt Russen. Bam. Aber ich glaube, wir bleiben nicht hier, auch wenn wir das letzte Mal dadurch gestorben sind, dass wir woanders hingegangen sind. Weil es ja sonst besonders für euch auch ein bisschen langweilig wahrscheinlich ist, wenn ich die ganze Zeit nur campe
Und sonst bekomme ich noch ganz viele Kommentare. Scheiß Camper, Camper Noob, Blödmann, sowas in der Art. Das kennt man ja. Ist ja auch dann berechtigt, weil ich mag ja auch keine Camper für gewöhnlich. Also nichts, die Camper an sich, sondern wenn Leute campen, nervt das schon oft genug.